Guten Abend. Heute sehen Sie eine Komödie. Nicht nur irgendeine, sondern eine ganz fantastische, in der es natürlich um Männer und Frauen geht, aber vor allem auch um Abenteuer, insbesondere um die Fliegerei. Sie sehen einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Man liebt natürlich das am meisten, was man selbst am wenigsten kann. Only Angels Have Wings heißt der Film. Und der Mann, der diesen Film 1939 gedreht hat, Howard Hawks, wusste, wovon er geredet hat. Er war selbst begeisterter Pilot. Und er hat seinen Bruder 1930 bei einem Fliegerunfall verloren. Das hat er in diesem Film verarbeitet. Und eben nicht in einem Drama, sondern in einem Film, in dem zwar auch tragische Dinge passieren, in dem aber in ziemlich unglaublicher Weise mit all diesen Unbillen auf höchst positive Weise umgegangen wird. Das ist einer von den Filmen, aus denen man rauskommt und plötzlich sieht die ganze Welt völlig anders aus. Man hat vor allem die Freiheit einer ganz neuen Wahrnehmung mitbekommen und kann sich Sachen vorstellen, die man vor dem Film nie und nimmer gedacht, gesehen oder gemacht hätte. Das können natürlich vor allem Komödien. Das ist der Kommentar von draußen. Den Unfall seines Bruders und einige andere Fliegergeschichten verarbeitete Hawks 1938 zu einer Kurzgeschichte unter dem Titel Plane 4 from Barranca. Das wurde die Grundlage für das Drehbuch von Only Angels Have Wings. Und er sagte, ich kannte jeden der Charaktere aus eigener Erfahrung. Die Geschichten basieren allesamt auf wahren Begebenheiten. Ich wusste genau, wie diese Leute alle reden. Das merkt man an dem Film. Barranca. Calling Barranca. Ist so eine Art Mantra in dem Film. Barranca gibt es natürlich nicht. Das ist der Ort der Handlung. Das liegt irgendwo an der südamerikanischen Küste. Dahinter sind die Alpen. Vorne ist der Pazifik. Es kommen auch Ozeandampfer an, steigen Leute aus. Und dann muss der eine oder andere über die Anden transportiert werden oder auch die Post oder was auch immer. Die Anden sind 4.000, 5.000 Meter hoch. Und in diesem Ort Barranca, diesem nicht existierenden Ort Barranca, gibt es eben so einen kleinen Flughafen mit einer abenteuerlichen kleinen Fluglinie, die Post und andere Güter über die Berge zu transportieren hat, auf die Hochebene hoch. Das sind alles abenteuerliche fliegende Klapperkisten. Der Flughafen wird von einem ganz komischen Typen geführt, einem Deutsch-Amerikaner, der mit einem Deutsch-Holländer, der mit einem unglaublichen amerikanischen Akzent redet und bei dem man auch über jede Zeile lachen kann, die der sagt. Und der kriegt einen festen Vertrag und viel Geld für diesen Flughafen, wenn es denen gelingt, 3 Monate lang den Flugverkehr über die Anden pünktlich durchzuführen. Und darum geht es also. Dieser Deal muss auf jeden Fall gesichert werden, koste es, was es wolle, bei jedem Wetter. Der Chefpilot und der technische Direktor des Flughafens ist kein anderer als Cary Grant. Die Frauenwelt bricht in diese geschlossene Männergesellschaft ein in Form von Jean Arthur und Rita Hayworth, die mit diesem Film ihre erste Hauptrolle und ihren Durchbruch feierte. Beide Frauen sind ziemlich toll. Aber auch alle Nebenrollen sind absolut erste Sahne mit einigen der größten Charakterdarsteller ihrer Zeit. Hawks war Produzent, Autor und Regisseur des Films. Das ist also ein lupenreiner Autorenfilm aus Hollywood. 12 Tage nach dem letzten Drehtag lief eine Preview in Los Angeles und am 13. Tag war die Premiere in der Radio City Music Hall in New York. Unfassbar, was die damals für einen Zahn drauf hatten. 13 Tage nach dem Drehen lief der Film an.
Und diesen Zahn hatten sie nicht nur in der Produktion, sondern auch im Erzählen selbst. Die Geschichte geht einfach immer weiter. Relentlessly, wie man so schön auf Englisch sagt, ohne jede Pause, mit atemberaubendem Tempo in den Dialogen. Der Motion Picture Herald schrieb damals: Selten, wenn überhaupt, hat die Leinwand solch einen Nervenkitzel in der Fliegerei gezeigt. Selten, wenn überhaupt, wurden solche Charaktere in eine Geschichte gepackt, die gleichermaßen Spektakel, Komödie und Gefühl zu bieten hatte. Kann ich nur unterschreiben. Der Film war eine der amerikanischen Produktionen, die für das allererste Cannes Film Festival im September 1939 ausgewählt worden war. Das Festival fand nie statt. Das erste Filmfestival war dann erst im Jahr 1946. In Deutschland kam der Film erst 1950 ins Kino. 11 Jahre später unter dem unsäglichen Titel SOS Feuer an Bord. Sie sehen, das schönste Schwarz-Weiß, was man sich vorstellen kann, die besten Charakterdarsteller ihrer Zeit, ein paar der komischsten Dialoge und Cary Grant singt, dass kein Auge trocken bleibt. Peanuts! Es ist einfach alles nur hinreißend. Nur Engel haben Flügel.